Wir kopieren nicht, sondern wir tauschen aus, damit wir alle dabei reicher werden. Lieber Herr Erzbischof Schick, wir sind hier an Panama beim Weltjugendtag in einem Dorf, in dem die Indigenen des Volkes der Kuna wohnen. Was sind die Herausforderungen, die Probleme, vor denen die Kuna stehen? Man hört und sieht, dass sie Probleme haben, vor allen Dingen auch ihre Kultur zu bewahren. Und Kultur, das ist ganz wichtig für jedes Volk, aber ist auch für unsere Menschen- und Weltgemeinschaft wichtig. Gott hat uns verschiedene Kulturen geschenkt und indem wir die wahrnehmen, auch austauschen, wird unser Leben reicher. Und ich finde, der Weltjugendtag, eine Komponente und für mich eine der wichtigsten, das ist die Begegnung zwischen Menschen, Jugendlichen von verschiedenen Kulturen. Und man lernt sich besser kennen, man lernt sich wertschätzen und dann ist man auch bereit, den anderen solidarisch beizustehen, damit sie ihre Kultur behalten und dadurch wir alle reicher werden. Sie haben jetzt diese Hilfe angesprochen, die den Kuna vielleicht auch geleistet werden kann. Wie können die deutschen Katholiken denn da ihren Beitrag leisten? Was können sie tun? Ja, wir haben ja Gott sei Dank verschiedene Organisationen in Deutschland für Lateinamerika und da gehört Panama dazu und da gehören auch die Kuna dazu. Da hilft Adveniat für die Entwicklung, für die Bewahrung der Kultur. Sie hilft, dass Schulen gebaut werden, dass Gottesdiensträume gebaut werden, dass auch Literatur, die es gibt, weitergetragen wird, vervielfältigt wird. Das ist unsere Hilfe. Aber wichtig ist noch einmal, dass man sich zunächst kennenlernt und wertschätzt. Wir sagen ja immer in der Weltkirchenarbeit, die steht auf drei Säulen. Die erste und für mich auch die wichtigste ist, sich gegenseitig kennenzulernen, um sich wertzuschätzen. Die zweite ist, auch aneinander zu denken, füreinander zu beten, miteinander zu beten. Und die dritte ist, solidarisch miteinander zu sein. Die Hilfe, die man dem anderen geben kann, zu geben. Wir haben mehr materielle Hilfe, aber ich glaube, wir können auch ganz viel von den Kunas lernen und anderen indigenen Völkern, zum Beispiel ihre Frömmigkeit, ihre Verbindung mit der Mutter Erde, wie sie sagen. Wir schätzen die ja zu wenig. Wir haben hier viel Austausch. Solidarität ist nie Einbahnstraße, sondern hin und her. Und das geschieht hier und das beeindruckt mich und dafür bin ich sehr dankbar. Beim Weltjugendtag sind da jetzt auch 2000 deutsche Gäste dabei. Was meinen Sie, wie kann denn da eine wirkliche Begegnung stattfinden, der deutschen Pilger mit denen aus anderen Ländern, zum Beispiel auch den Indigenen der Kuna? Ja, einige sind ja jetzt mit uns hier, die Gruppe aus Hamburg, die lernen die Kunas kennen. Die Bamberger und die Passauer, die sind in einem anderen Landstrich von Panama und lernen dort auch Kultur kennen. Unsere Gruppe geht morgen mit einem Projekt von Adveniat auch in eine indigene, andere Ethnie und da wird Kultur kennengelernt, auch die indigene Kultur. Und sie zu bewahren ist sehr, sehr wichtig. Wir sprechen von der Artenvielfalt. Wir müssen vor allen Dingen von dem Reichtum der Kulturen für unser menschliches Leben sprechen. Und das kann hier geschehen und ich denke, es geschieht auch. Eben gab es hier im Dorf der Kuna eine Zeremonie und wir haben Kuna kennengelernt. Was hat Sie denn besonders beeindruckt? Mich hat erstens beeindruckt, dass eine Frau, die quasi Priesterin ist, die ganze Zeremonie geleitet hat. Hat mich sehr beeindruckt. Und dann auch die Liturgie, die bei uns ja manchmal distanziert ist, ist hier ganz nah. Jeder wird berührt und das bewirkt auch etwas. Da spürt man durch Berührung auch Geist, da spürt man Gott, da spürt man Göttliches. Und das habe ich hier gespürt und wahrgenommen. Und ich frage mich immer wieder, und heute habe ich mich wieder gefragt, wie wir das auch mehr in unsere Liturgie einbeziehen können. Wir haben auch unsere Kultur, wir sollten nicht einfach kopieren, aber sollten uns anregen lassen. Und das ist ja der kulturelle Austausch. Wir kopieren nicht, sondern wir tauschen aus, damit wir alle dabei reicher werden. Als letzte Frage, bei der Zeremonie hat Ihnen diese Weise vom Volk der Kuna, diese Priesterin, wie Sie eben gesagt haben, einen Segen gegeben. Hat sie Ihnen etwas mitgegeben auf den Weg? Ja,
Ja, sie hat mir mitgegeben, dass Gott mich segnet, dass er bei mir ist, dass er mir Weisheit gegeben hat, dass er mir Erkenntnis geschenkt hat und dass ich die jetzt nutzen soll für meine Arbeit und in meiner Arbeit für die Menschen, denen ich begegne, die mir anvertraut sind. Und zum Schluss hat sie gesagt, wir sollen auch an das Volk der Kuna denken und ich soll meine Arbeit, meine Aufgaben auch für dieses Volk zur Verfügung stellen, damit es auch in Zukunft leben kann und gut leben kann, eine gute Zukunft hat. Lieber Herr Erzbischof, vielen Dank für das Gespräch. Das habe ich gerne getan. Ich wünsche dem Weltjugendtag noch alles Gute und dass katholisch.de das auch gut weiterbringt, damit viele, die nicht hier sein können, auch am Weltjugendtag teilnehmen. Vielen Dank.